Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part New Super League U. Wir haben letztes Mal den Turm gespielt mit Bum Bum und heute geht's weiter in Kanasmin 3 Spikes Spießrutenlauf. Und ich hasse diese Level, die jetzt alle kommen. Also ich habe sie eben damals im Original gehasst. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Wenigstens haben wir jetzt schon mal die erste Starcoin eingesammelt und sind dann erst gestorben. Ich glaube, hier gab es einen Secret Exit. Ich weiß es nicht mehr. Oder dem anderen Level unten. Ach, ich lasse mich überraschen. Das heißt schön, lass dich überraschen, ne? Genau so heißt es. So, erstes Starcoin hier. Safe. Das ist natürlich, was heißt safe, eingesammelt. Safe. Ist was anderes. Unten rechts sieht das so aus, als würde es da eine geben. Das Problem ist, jetzt bin ich klein und kann da gar nichts machen. Aber ja, gut, dann wissen wir wenigstens schon mal, wo wir die finden. Hier hätte man ja noch ein Item bekommen. Vielleicht gibt es hier auch noch irgendwie eine. Hier sieht es so aus. Als ob, aber... Ja. Da gibt es auf jeden Fall eine. Die Welt läuft mega gut. Das hatte ich, glaube ich, beim Limonaden-Dschungel da auch am Anfang gesagt. Naja. Ich weiß es nicht mehr. Da riskiere ich jetzt mal kein Leben und krieg sogar nur 100 Punkte. Das Schlechteste, glaube ich, was man machen kann. Früher war es auch noch 50. Aber ich glaube, jetzt ist 100 Punkte das Schlechteste, was man machen kann. Ich kann aber Spaß versuchen, 50 zu kriegen. Jetzt habe ich auch noch Rückenschmerzen. Ja. Oh. Let's go. Zweite Starcoin. Beim Spießrutenlauf hier. Jawohl, damit haben wir diesen Level 100% und müssen nur noch hier hochkommen, möglichst ohne zu sterben. Aber ich denke, warum ich eben die grünen Münzen noch, den grünen Münzring noch gesammelt habe, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich noch mal getroffen werde. Wir haben schon 90 Leben, krass. Ich versuche mal 50 zu kriegen. Ne, 100 ist das, was man am wenigsten bekommen kann. Dritte Minute, schon zwei Level, nicht komplett, aber zwei Level auf jeden Fall abgeschlossen. Das ist schon mal gut. Vier Starcoins gesammelt in 3 Minuten ist auf jeden Fall knaller. 6 gehen zwar auch, aber ja. Kanasminen 4, Licht am Ende des Turmes. Wir haben doch gar keinen Turm. Okay, der war jetzt auch schon wieder ein bisschen alt und oldschool. Ich mag keine dunklen Level. Ihr erinnert euch vielleicht an den letzten dunklen Level, was da passierte. Ein Pixelichi, da musste ich nämlich im Internet nachgucken. Ha, erste Starcoin, sehr schön. Ha, wieso wusste ich bloß, dass hier eine Starcoin ist, hey. Da habe ich mal wieder geraten und jetzt durch den Glück die zweite Starcoin bekommen. Jetzt muss ich nur noch gucken, wo die dritte ist. Uiuiui. Einfach mal nicht übertreiben, Leute. Bleibt doch einfach geschillt. Für die dritte muss man vielleicht hier irgendwie... Ah, die ist da hinten, okay. Da oben ist aber auch noch was. Das sah nur so aus. Kann sein, dass ja auch noch der Secret Exit versteckt ist in dunklen Leveln. In dunklen Leveln kann man das schön verstecken. Aber das weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben 91 Leben und
Das reicht. Secret Exit 2 oder so hole ich ja eh, hole ich eh in den Flashback-Parts nach. Also davon her. Von denen wird es noch locker 1-2 Stück geben. So. Wir holen uns mehr unseren Luigi, unseren blauen Yoshi ab, unseren Luigi. Und da gab es dann so ein Lian-Level. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch wieder ein Lian-Level wird. Und, Alter, das war einfach so hässlich, weil man mit diesem Yoshi sich nicht an Lian festhalten kann. Konnte halt, wenn man gut drauf war, diesen Level durchskillen, aber ich war halt nicht gut drauf. Ja, wir machen jetzt auf jeden Fall hier erstmal das Tothaus, weil wir 100% brauchen. Und werden mal gucken, ob wir jetzt auf 99 Leben kommen. Beziehungsweise 100, mal schauen. Ich lasse mich mal überraschen. Aber ich denke, ich werde nicht so gut sein und so viele Sachen einsammeln. Geschweige denn, ich bin gerade an den zwei Ups vorbeigelaufen. Oh, okay. Ich glaube, ich habe nur ein oder zwei Leben. Drei. Damit sind wir schon bei 96. Krass. Und wir sind jetzt bei Welt 6, glaube ich. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt hier hoch. Und ab in Kandasmine 5 Palette der Piranha-Pflanzen. Nein, ich mag keine Piranha-Pflanzen. Oh, ich schmeiß jetzt mal meinen Yoshi weg. Ja, gut. Hätte ja sein können, dass da hier irgendwas ist. Finde ich korrekt, dass der Gegner auch an Items verwandelt, finde ich natürlich noch geiler. Eigentlich ist der Yoshi voll overpowered, wenn man mit ihm klarkommt, ja. Dann ja. Yo, Alter, wie der den einfach mal wegsnackt. Oh, okay, doch. Könnte man auch besiegen. Eichelpilz finde ich natürlich noch nicer. An sich der Level übelst schwer, aber... Nein! Das war der größte Fail des Jahrtausends, weil wir jetzt alles nochmal so einsammeln müssen. Mann! Und da war noch die dritte Starcoin, die hätten wir doch... Oh. Scheiße, Alter, Leute. Als Aggression setze ich jetzt den Stern ein. Jetzt haben wir uns wieder das Leben schwer gemacht. Den Level hätten wir so schön skippen können. Naja. Uiuiuiuiuiuiui. Okay. So schwer sieht er jetzt nicht aus, der Level. Bin ich ein Horst. Yabbi, Yabbi, Johannes. Bleib einfach ruhig. Bleib einfach ruhig, dann kriegst du das hin. Dann. Meine Sprachfehler sind heute wieder herrlich. Lassen zu wünschen übrig. Sehr schön. Sehr schön und sehr schön und genauso macht man das und zack. Und zack, und Achtung, der Panzer kommt zurück. Aber das ist uns egal. Zack, und rüber, und Eichelpilz weggenommen. Und mit Eichelpilz geht so oder so alles viel einfacher, wenn man ihn behalten könnte. Und ja, es geht so. Wie wär's, wenn wir die Piranha-Pflanzen noch töten können? Einfach ans Ziel und die Freiheit genießen, dass wir dieses Level geschafft haben. Und zwar zwei Leben verloren haben, aber wir haben auch schon wieder 96 Münzen, wo wir dann gleich bei 100 Münzen natürlich ein Leben bekommen. Das ist das Mario-Prinzip, das habe ich gar nicht erklärt am Anfang. Sonst würden die Münzen nämlich keinen Sinn ergeben. Hier gibt es, glaube ich, den Secret Exit. Ich weiß es gar nicht mehr, weil links ist da dieser Secret Exit-Ding. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall in den zweiten Turm. Genau, hier gibt es zwei Turme. Kandasminen-Turm und am Strom im Drehwurm-Turm. Wie gesagt, es gibt hier zwei Türme und wir sterben erstmal direkt. Ja, wenn ich diesen Turm hier noch schaffen würde, wäre das sehr schön.
Ich glaube, nach diesem Part gibt es dann einen Flashback-Part. Nach. Du Assi! Och nein! Alter, ich hab Hunger. Es ist Mittag, es ist 12.41 Uhr. Es gibt wahrscheinlich auch in einer Stunde oder so bei uns Essen oder so. Ja, kommt mein Bruder. Nein! Zu knapp. Das ist natürlich voll unrealistisch. Och, Mopsi, der kleine Arsch. Mein Bruder sagt von hinten, Mopsi. Nein, Mopsi ist ein Arsch. Das war die Tür. Okay. Lassen wir uns Zeit. Mir war klar, dass da die erste Starcoin sein wird. Wenigstens kriegt man hier noch genügend Leben. Betonung auf noch, ne? Oh, ist das ein scheiß Level, Alter. Solche Level mag ich zum Beispiel von Anfang an schon direkt nicht mehr. Alter, da bin ich auch froh, wenn ich diesen Level dann nach 5 Minuten oder 10 oder 20 oder was auch immer geschafft habe. Die schon so scheiße sind, dass man am Anfang schon direkt stirbt. Schon nach der ersten Starcoin keine Motivation mehr hat. Sich vielleicht hier noch ein Item mitnimmt und denkt, könnte was werden. Aber trotzdem auch schon die Hoffnung verloren hat, dass das was wird. Zack. Ich lasse das Item mal hier. Dann können wir wenigstens den hier mal umbringen. Ah, den können wir von unten töten. Ja, stimmt. Aber oh, das erspart mir so vieles. Hätte ich das von Anfang an gewusst, dass wir den von unten töten können, Alter. Das habe ich vergessen. Das habe ich ganz vergessen. Da ist die zweite Starcoin, glaube ich. Oder die dritte. Ja, okay, das erleichtert den Level um einiges. Das war die zweite. Aber hier unten. Oh, fuck. Fuck. Scheiße, wir verrecken an der Zeit. Ich muss durch. Ich hatte noch 4 Sekunden, Leute. Um die letzte Starcoin kümmern wir uns später. Ich habe jetzt auch kein Item. Diesmal ist das kein Bum-Bum. Ach stimmt, ich sage, es ist gar kein Bum-Bum oben auf dem Turm. Sondern nur so ein overpowertes, größeres Vieh. Was ziemlich scheiße ist. Achso, man muss auf den seinen Kopf springen. Ja, ich hab's vergessen. Was sind da verrecken? Ist einfach, der Typ ist einfach so scheiße. Mein Hassboss-Gegner eigentlich. Oh no. Wie ich irgendwie noch lebe, okay. Komm mal hier rechts her. Komm mal hierher. Okay, wir haben ihn getötet, Leute. Wir haben ihn getötet. Geil. Super, Leute. Läuft. Speicher natürlich, ja.
Und ab geht's hier noch die letzte Starcoin geholt. Ich weiß natürlich, wo sie ist, glaube ich. Also es ist logisch, wo sie ist, aber... Ah. Wir hatten halt keine Zelt mehr. Das ist halt so. Oh, yo! Ich hasse diesen Level schon so richtig hart, Leute. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich diesen Level nicht mag? Schon jetzt der Hasslevel von dem Spiel bisher. Yo! Komm, verpiss dich. Danke. Na gut. Da oben ist auch noch Pixelichi. Aber hier ist kein Item mehr. Achso, ja, weil das da schon in der Mitte war. Okay, das könnte jetzt nochmal knapp werden, wenn wir ihn jetzt nochmal besiegen müssen. Zeit haben wir. So oder so genug, glaube ich. Ist auch so warm. Ich müsste dann vielleicht mal nach diesem Part durchlüften. Oder einfach mal frische Luft reinlassen. Ich muss hier so viele weite Wege laufen, deswegen. Komm nach links. Nein! Ist der, ich hasse ihn. 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 Okay, wir haben Zeit an sich. Ich will nämlich ungern sterben. So, zack, hier. Eins. So, noch einmal. Zack. Okay, wir haben's. Wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Yo! Im nächsten Part holen wir Mopsy. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, danke fürs Angucken. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Part. Wenn es weitergeht in den Kandesminen der Gebirgswelt. Haut rein, Leute, bis dann und ciao.